Die Definition des alltäglichen Lebens hat sich im 21. Jahrhundert drastisch gewandelt. Stress, Anspannung, Arbeitsdruck. Diese und andere Wörter kommen in jedermanns Wortschatz vor, wenn es darum geht, den eigenen Alltag zu beschreiben. Wir wollen versuchen, Ihnen für Ihr tägliches Leben eine Reihe von Verhaltensweisen und Kenntnissen zu vermitteln, um Geist und Körper zu stärken und Sie für die unzähligen Probleme des urbanen Lebens im 21. Jahrhundert zu rüsten. Machen Sie mit und lassen Sie sich gehen. Lassen Sie sich gehen, Reihe präsentiert Ihr erstes und einzigartiges Angebot Yoga. Diese Yoga-Reihe wurde unter der Leitung unseres geschätzten Yogacharya, Herrn Avnish Tiwari, erstellt. Yogacharya Tiwari praktiziert und erforscht Yoga seit 40 Jahren. Er leitet zahlreiche Yogakurse in ganz Indien. Also lasst uns seinen Anhängern beitreten und unsere Reise beginnen zu Fitness und Gesundheit mit Yoga. Besprechen Sie diesen Übungsplan mit Ihrem Arzt, bevor Sie mit diesem Yoga-Programm beginnen. Die menschliche Anatomie ist ein großes Wunder der Natur. Jeder Teil des Körpers hat seine eigene und einmalige Funktion. Einer der kritischsten und kompliziertesten Teile des Körpers ist die Wirbelsäule. Sie ist auch eine derjenigen, die am leichtesten von Lähmung betroffen sind. Eine der häufigsten Krankheiten der Wirbelsäule, die mit dem Alter auftritt, ist die Wirbelentzündung. Yoga zeigt den Weg, wie diese lähmende Krankheit vermindert und geheilt werden kann. Das Ausüben dieser Asanas verhindert auch ihr Auftreten. Halswirbelsäulenentzündung ist ein Abbauprozess der Wirbelsäule, der den Wirbelsäulenkanal und die Nervenöffnungen einengt und die Wirbelsäule und die Nervenenden zusammendrückt. Dieses Leiden ist sehr schmerzhaft und schränkt die Lebensqualität einer Person ein. Yoga zeigt uns, wie wir dieses Problem durch Befolgen von Asanas aus unserem Leben heraushalten können, indem wir unsere Wirbelsäule und den Rücken stark und flexibel erhalten. Diese Yoga-Asanas stärken die Wirbelsäule und halten sie flexibel. Die Stellungen erhalten ihre Rückenmuskulaturen stark. Bhujangasana oder die Kobra. Legen Sie sich auf den Bauch. Legen Sie die Hände mit den Handflächen nach unten neben Ihre Schultern, während Sie die Ellenbogen am Körper halten und gegen den Boden pressen. Holen Sie langsam und tief Atem und stützen Sie sich so langsam wie möglich auf Ihre Ellenbogen. Strecken Sie Ihren Kopf nach hinten und verharren Sie in dieser Position. Kommen Sie langsam, während Sie ausatmen, zur ersten Position zurück. Heben Sie Ihren Körper diesmal ganz, indem Sie sich auf Ihre Handflächen stützen. Denken Sie daran, dabei langsam einzuatmen. Im dritten Teil dieser Asana beugen Sie Ihre Knie und heben dann Ihren Körper hoch, während Sie einatmen. Halten Sie die Position, solange Sie können. Keine Yoga-Position muss für eine bestimmte Anzahl von Sekunden oder Minuten gehalten werden. Sie sollten Ihre Grenzen nicht überschreiten. Wenn Sie Yoga regelmäßig üben, werden Ihre Grenzen erweitert und Ihre Ausdauer und Fitness gesteigert.
Pawan Mukta Sana. Pawan Mukta Sana wird auf dem Rücken liegend durchgeführt. Heben Sie das rechte Bein und beugen Sie das Knie, sodass der Fuß nach innen kommt. Halten Sie Ihr Knie mit verschränkten Fingern. Kommen Sie mit dem Oberkörper hoch, während Sie tief einatmen. Versuchen Sie, mit der Nase das Knie zu berühren. Halten Sie die Position, solange Sie können. Wiederholen Sie die Schritte mit Ihrem linken Bein. Denken Sie daran, einzuatmen, während Sie mit dem Körper nach oben kommen, und atmen Sie beim Herunterkommen aus. Als nächstes beugen Sie beide Beine, greifen Sie beide Knie gleichzeitig und versuchen Sie, mit der Nase Ihre Knie zu berühren. Yoga beinhaltet die Kontrolle des Atems sowie der Stellungen und beides ist miteinander verbunden, da die Atemkontrolle den Fluss der Lebenskraft in Ihnen anregt. Im dritten Teil der Asana heben Sie Ihr linkes Bein, beugen Sie es und halten Sie Ihren Fuß mit verschränkten Fingern. Heben Sie, während Sie einatmen, Ihren Körper langsam und führen Sie Ihre Nase ans Knie. Wiederholen Sie die Übung mit Ihrem rechten Bein. Heben Sie beide Beine und beugen Sie die Knie. Halten Sie Ihre Füße mit verschränkten Fingern. Richten Sie beim Einatmen den Oberkörper auf und versuchen Sie, mit Ihrer Nase die Knie zu berühren. Verharren Sie in dieser Position, solange Sie können. Wiederholen Sie diese Asana 5-mal in beiden Positionen, einmal indem Sie die Knie, einmal indem Sie die Füße halten. Diese Asana unterstützt Ihre Verdauung, stärkt Ihre Kniegelenke und erhält Sie flexibel. Sie verbessert auch die Biegsamkeit Ihrer Wirbelsäule und stärkt Ihren Rücken und die Nackenmuskulatur. Navkasana oder die Ruderposition. Legen Sie sich auf den Bauch. Heben Sie den Kopf und strecken Sie die Arme gerade nach vorne. Heben Sie langsam die rechte Hand und das linke Bein und halten Sie die Position. Wiederholen Sie diese Schritte mit Ihrer linken Hand und dem rechten Bein. Heben Sie jetzt sowohl Arme als auch Beine.
Nackenübung. Setzen Sie sich bequem auf den Boden. Schließen Sie Ihre Augen. Legen Sie den Kopf langsam nach hinten. Halten Sie die Position. Senken Sie den Kopf nach vorne und halten Sie die Position. Achten Sie darauf, dass Ihre Wirbelsäule gerade bleibt. Beugen Sie sich nicht von der Taille aus nach vorne. Wiederholen Sie diese Schritte. Legen Sie den Kopf nach rechts, halten Sie die Position. Legen Sie den Kopf nach links, drehen Sie den Kopf dabei nicht. Denken Sie daran, den Rücken gerade zu halten. Wiederholen Sie diese Schritte. Legen Sie jetzt den Kopf zur Seite und rollen Sie ihn nach vorne. Beschreiben Sie mit Ihrem Kopf einen Kreis von der Seite nach vorne und nach hinten, von rechts nach links und von links nach rechts. Öffnen Sie die Augen. Beschreiben Sie mit Ihrer Schulter einen Kreis im Uhrzeigersinn. Heben Sie dabei nicht die Arme. Kreisen Sie jetzt mit Ihrer Schulter gegen den Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie die Übung mit Ihrer linken Schulter. Kreisen Sie mit beiden Schultern gleichzeitig im Uhrzeigersinn. Kreisen Sie mit den Schultern gegen den Uhrzeigersinn. Kreisen Sie mit beiden Schultern gegenläufig im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Pranayam. Setzen Sie sich mit übereinandergelegten Beinen auf den Boden. Schließen Sie Ihre Augen, heben Sie den rechten Arm und legen Sie den rechten Ellenbogen auf Ihre linke Handfläche. Bringen Sie den rechten Daumen und Zeigefinger zusammen. Halten Sie den Atem an und verschließen Sie das andere Nasenloch mit Ihrem Daumen. Atmen Sie durch das linke Nasenloch aus. Halten Sie Ihr linkes Nasenloch mit dem zweiten und dritten Finger Ihrer rechten Hand zu und atmen Sie durch das andere tief ein. Bringen Sie den rechten Daumen und Zeigefinger zusammen. Halten Sie Ihr linkes Nasenloch mit dem zweiten und dritten Finger Ihrer rechten Hand zu und atmen Sie durch das andere tief ein. Halten Sie den Atem an und verschließen Sie das andere Nasenloch mit Ihrem Daumen. Atmen Sie durch das linke Nasenloch aus. Wiederholen Sie die Schritte 5 Minuten lang. Thank you.
Atmen Sie durch Ihr linkes Nasenloch. Halten Sie beide Nasenlöcher zu. Halten Sie Ihren Atem so lange wie möglich an. Öffnen Sie das rechte Nasenloch und atmen Sie aus. Schließen Sie beide Nasenlöcher. Öffnen Sie das rechte Nasenloch und atmen Sie lang und tief ein. Schließen Sie beide Nasenlöcher und halten Sie die Luft an. Öffnen Sie das linke Nasenloch und atmen Sie aus. Wiederholen Sie diese Schritte 5 Minuten lang. Pranayama ist der wichtigste und wesentliche Teil einer Yogakur, da sie das Gemüt beruhigt, während das tiefe Atmen das System reinigt. Sie bringt ihnen Gesundheit und Vitalität durch die Regulierung der Lebenskraft in ihrem Körper. Bhujangasana oder die Kobra stärkt die Rückenmuskulatur und macht die Wirbelsäule stark und biegsam. Außerdem stärkt sie die Schultern. Führen Sie diese Asana 10-mal aus. Pawan Muktasana. Diese Asana unterstützt Ihre Verdauung, stärkt Ihre Kniegelenke und erhält Sie flexibel. Sie verbessert auch die Biegsamkeit Ihrer Wirbelsäule und stärkt Ihren Rücken und die Nackenmuskulatur. Führen Sie diese Asana 10-mal aus. Die Navgasana hilft bei schneller Gewichtsabnahme. Sie reduziert Rückenschmerzen und stärkt die Rückenmuskulatur. Außerdem verringert sie Nackenschmerzen und beugt Herz- und Nierenproblemen vor. Führen Sie diese Asana 10-mal aus. Nackenübung. Sie verringert Rücken- und Nackenschmerzen. Sie verbessert auch die Biegsamkeit Ihrer Wirbelsäule. Führen Sie diese Asana 5-mal aus. Pranayama ist der wichtigste und wesentliche Teil einer Yogakur, da sie das Gemüt beruhigt, während das tiefe Atmen das System reinigt. Sie bringt Ihnen Gesundheit und Vitalität durch die Regulierung der Lebenskraft in Ihrem Körper. Führen Sie diese Asana 5 Minuten lang aus. Bhujangasana. Pawan Muktasana. Navgasana. Nackenübung. Pranayama. Bhujangasana oder die Kobra. Legen Sie sich auf den Bauch. Legen Sie die Hände mit den Handflächen nach unten neben Ihre Schultern, während Sie die Ellenbogen am Körper halten und gegen den Boden pressen. Holen Sie langsam und tief Atem und stützen Sie sich so langsam wie möglich auf Ihre Ellenbogen. Strecken Sie Ihren Kopf nach hinten und verharren Sie in dieser Position. Kommen Sie langsam, während Sie ausatmen, zur ersten Position zurück. Heben Sie Ihren Körper diesmal ganz, indem Sie sich auf Ihre Handflächen stützen. Denken Sie daran, dabei langsam einzuatmen. Im dritten Teil dieser Asana beugen Sie Ihre Knie und heben dann Ihren Körper hoch, während Sie einatmen. Halten Sie die Position, solange Sie können. Keine Yoga-Position muss für eine bestimmte Anzahl von Sekunden oder Minuten gehalten werden. Sie sollten Ihre Grenzen nicht überschreiten. Wenn Sie Yoga regelmäßig üben, werden Ihre Grenzen erweitert und Ihre Ausdauer und Fitness gesteigert. Pawan Muktasana. Pawan Muktasana wird auf dem Rücken liegend durchgeführt. Heben Sie das rechte Bein und beugen Sie das Knie, sodass der Fuß nach innen kommt. Halten Sie Ihr Knie mit verschränkten Fingern. Kommen Sie mit dem Oberkörper hoch, während Sie tief einatmen. Versuchen Sie, mit der Nase das Knie zu berühren. Halten Sie die Position, solange Sie können. Wiederholen Sie die Schritte mit Ihrem linken Bein. Denken Sie daran, einzuatmen, während Sie mit dem Körper nach oben kommen, und atmen Sie beim Herunterkommen aus. Na 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 na
Als nächstes beugen Sie beide Beine, greifen Sie beide Knie gleichzeitig und versuchen Sie, mit der Nase Ihre Knie zu berühren. Yoga beinhaltet die Kontrolle des Atems sowie der Stellungen. Und beides ist miteinander verbunden, da die Atemkontrolle den Fluss der Lebenskraft in Ihnen anregt. Im dritten Teil der Asana heben Sie Ihr linkes Bein, beugen Sie es und halten Sie Ihren Fuß mit verschränkten Fingern. Heben Sie, während Sie einatmen, Ihren Körper langsam und führen Sie Ihre Nase ans Knie. Wiederholen Sie die Übung mit Ihrem rechten Bein. Heben Sie beide Beine und beugen Sie die Knie. Halten Sie Ihre Füße mit verschränkten Fingern. Richten Sie beim Einatmen den Oberkörper auf und versuchen Sie, mit Ihrer Nase die Knie zu berühren. Verharren Sie in dieser Position, solange Sie können. Wiederholen Sie diese Asana 5-mal in beiden Positionen, einmal indem Sie die Knie, einmal indem Sie die Füße halten. Navkasana oder die Ruderposition. Legen Sie sich auf den Bauch. Heben Sie den Kopf und strecken Sie die Arme gerade nach vorne. Heben Sie langsam die rechte Hand und das linke Bein und halten Sie die Position. Wiederholen Sie diese Schritte mit Ihrer linken Hand und dem rechten Bein. Heben Sie jetzt sowohl Arme als auch Beine. Nackenübung. Schließen Sie Ihre Augen. Legen Sie den Kopf langsam nach hinten. Halten Sie die Position. Senken Sie den Kopf nach vorne und halten Sie die Position. Achten Sie darauf, dass Ihre Wirbelsäule gerade bleibt. Beugen Sie sich nicht von der Taille aus nach vorne. Wiederholen Sie diese Schritte. Legen Sie den Kopf nach rechts. Halten Sie die Position. Legen Sie den Kopf nach links. Drehen Sie den Kopf dabei nicht. Denken Sie daran, den Rücken gerade zu halten. Wiederholen Sie diese Schritte. Legen Sie jetzt den Kopf zur Seite und rollen Sie ihn nach vorne. Beschreiben Sie mit Ihrem Kopf einen Kreis von der Seite nach vorne und nach hinten, von rechts nach links und von links nach rechts. Öffnen Sie die Augen. Beschreiben Sie mit Ihrer Schulter einen Kreis im Uhrzeigersinn. Heben Sie dabei nicht die Arme. Kreisen Sie jetzt mit Ihrer Schulter gegen den Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie die Übung mit Ihrer linken Schulter. No.
kreisen Sie mit beiden Schultern gleichzeitig im Uhrzeigersinn. Kreisen Sie mit den Schultern gegen den Uhrzeigersinn. Kreisen Sie mit beiden Schultern gegenläufig, im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Pranayam. Setzen Sie sich mit übereinander gelegten Beinen auf den Boden. Schließen Sie Ihre Augen, heben Sie den rechten Arm und legen Sie den rechten Ellenbogen auf Ihre linke Handfläche. Bringen Sie den rechten Daumen und Zeigefinger zusammen. Halten Sie den Atem an und verschließen Sie das andere Nasenloch mit Ihrem Daumen. Atmen Sie durch das linke Nasenloch aus. Halten Sie Ihr linkes Nasenloch mit dem zweiten und dritten Finger Ihrer rechten Hand zu und atmen Sie durch das andere tief ein. Bringen Sie den rechten Daumen und Zeigefinger zusammen. Halten Sie Ihr linkes Nasenloch mit dem zweiten und dritten Finger Ihrer rechten Hand zu und atmen Sie durch das andere tief ein. Halten Sie den Atem an und verschließen Sie das andere Nasenloch mit Ihrem Daumen. Atmen Sie durch das linke Nasenloch aus. Wiederholen Sie die Schritte 5 Minuten lang. Atmen Sie durch Ihr linkes Nasenloch, halten Sie beide Nasenlöcher zu, halten Sie Ihren Atem so lange wie möglich an. Öffnen Sie das rechte Nasenloch und atmen Sie aus. Schließen Sie beide Nasenlöcher. Öffnen Sie das rechte Nasenloch und atmen Sie lang und tief ein. Schließen Sie beide Nasenlöcher und halten Sie die Luft an. Öffnen Sie das linke Nasenloch und atmen Sie aus. Wiederholen Sie diese Schritte 5 Minuten lang. Pranayam ist der wichtigste und wesentliche Teil einer Yogakur, da sie das Gemüt beruhigt, während das tiefe Atmen das System reinigt. Sie bringt Ihnen Gesundheit und Vitalität durch die Regulierung der Lebenskraft in Ihrem Körper. Bhujangasana. Pawan Mukta Sana, Navka Sana, Nackenübung, Pranayam. Sichern Sie sich ein uneingeschränktes und unbeschwertes Leben. Üben Sie Yoga und bleiben Sie fit und gesund und zufrieden.